hier an die Verbindung laufen und hier mache ich dann zu. Hier zu und hier zu. Und wie mache ich das da drüben? Entweder lasse ich das Kabel jetzt unten entlang laufen. Ich weiß es gar nicht. Weil dann kann ich nämlich über den über die Badboxen kann ich nämlich dann mehr Strom rausziehen, wenn die nur begrenzt sind, die RedNet, weil zum Wasser? Die haben auch nur 32. So, es ist schon mal Raketensilo-Start, okay? Die kann man ja später auch noch austauschen gegen MFE oder sowas. Dass der Output einfach ein wenig steigt. Weil da oben wird ein MFSU da noch reinkommen. Ja. Yeah. Gut, dann. 3, 2, warte. Räum auf. Gut, ich könnte das Kabel ja doch irgendwie hier runter. Einfach wenn ich Stopp sage, okay? So ganz schlüssig bin ich mir noch nicht. So. Wir fliegen auf 200 hoch, okay? Okay. Ich habe genau 100.000, ganz genau 100.000 verbraucht. Ich habe ein bisschen weniger verbraucht, aber du wirst ein bisschen höher vielleicht geflogen sein. Ich bin 202 schon wieder am Runterfallen gewesen. Ja, eigentlich auch. So. Dammit, Untracking 3 bringt nichts. Shit. Ich habe Hacks. So. Zack, zack. Alle hacken immer, jetzt bin ich auch mal der hackt. Und zwar, Max gibt einfach das Jetpack, wie geil das ist. Wie es einfach genau. Die Ranch? Box, ich hab ein Jetpack für dich. Wir haben sogar ein Jetpack mit Protection 1 für dich. Bin ich jetzt blöd, jetzt lädt es wieder nicht. Hä? Wahlkabel dazwischen, Krox. Ja, hab ich ja. Komm schon. Wir machen noch ein drittes. Es sind ja zwei Kabel dazwischen, warum lädt denn das jetzt wieder nicht? Das hat doch gerade eben geklappt. Bedbox ist falsch herumbaut. Ja, aber von unten kann die doch den Strom auch. Nee, jetzt gibt's ja ab. Der Punkt ist da, wo es abgibt. Also du willst sie aufladen? Achso. Ich will sie aufladen, ja. Achso, okay. Da gehört der Punkt jedenfalls auf die Seite, ja, dass er halt wegschaut. Ich will sie ja aufladen drüber. Von oben... Kann irgendwie die Dinge nicht runtergehen. Seit wann du die Bedbox von unten entladen? Ja, jetzt wird sie gerade schwächer, siehst du es? Ja. Warte mal, wenn ich die jetzt halt hier anschließe, hier. So, lädt sie wieder auf. Von der Seite lädt die auf und von... Hä? Von der Seite lädt sie auf, aber nicht von unten? Das ist ziemlich komisch, ja. Okay. Aber sie lädt auf. Kann die Elevator-Blocks nicht verwenden. Max, gib dir mal, wie viel der Hover-Mode an Strom verbraucht. Philipp, wieso kann ich sie nicht verwenden? Ich mach den Schraubenschlüssel mit. Philipp! Ja, mit dem kann ich drehen. Von hinten lädt sie auch auf. Was? Macht er falsch. Hä? Die lädt... Ich versteh's grad nicht. Mann, oh Max, was ist der Reaktor, ist die einzige Yellorium-Verschwendung. Die haben einfach dauerhaft volle Energie, aber die wird dann immer wieder leer. Wir müssen einschalten, wir gehen wieder auf zum Schalten. Das ist scheiße. Das ist wie, irgendwie ist das automatisieren, die Scheiße. Wie das jetzt schaffen, das muss irgendwie gehen. Ja, da ist deine Bedbox, Krux, ja. Ja, warte mal, ich will es jetzt ausprobieren. Gerade eben ging es nämlich nicht. Von unten hat der keinen Strom genommen, erst wie ich an der Seite von der Bedbox ran bin.
Box, willst du mir erklären, warum das nicht geht? Das ist ja das. Ich verstehe es ja selber nicht, warum es nicht geht. Nein, das da. Aber doch, die doch hier, das MFE lädt auf. Das lädt auf. Jetzt funktioniert's. Schau mal. Was denn? Also ich habe keine Probleme. Mache ich hier noch eine Badbox hin und hier noch eine Badbox und habe ich aber ein bisschen über einen Reaktor gespeist. Dann mache ich aber davor noch so eine Speicherzelle rein. Du musst es am Freien machen, irgendwann stirbst du. Er stirbt. Da ist es egal, welche Verbindung ich nehme, aber die schaut irgendwie... Irgendwann sterbe ich. Max stirbt. Der Boss. Du hast ja gesagt, ich sterbe, wenn ich zwei Portale nebeneinander setze. Ja, weil du dann immer höher und immer höher und immer höher hüpfst mit der Zeit. Ja, aber wir haben ja... kriegen keinen Fallschaden. Naja, aber das geht ja dann mit der Zeit kaputt. Kannst du aus... So. Ja, meine Schuhe werden nicht kaputt, die gehen nicht. Ich auch Fallschaden, wenn ich nur durchs Portal durchfall. Irgendwann ist die, ist es so stark, also ich hab's schon mal gehabt, da hat's dann die Quantumrüstung auf einen Schlag komplett entladen. Ichi. Auf eine, also wirklich komplett auf einen Schlag ist die leer gewesen und ich war tot. Weil das wird immer mehr Kraft, wie die da ist und dann reicht es nicht mehr aus und dann bist du hops. Also, da hab ich so einen blöden Reaktor-Computer-Port, aber der hilft mir. Okay, nicht. Also es klappt auf jeden Fall. Und da könnte ich eigentlich auch richtig genial den Energie zwischenspeichern. Rein theoretisch könnte man da richtig krass Energie dann zwischenspeichern, wenn ich da jetzt da 3 MFUs in knall, statt nur Badboxen. Flying is not enabled on the server, what the fuck? Was soll der Dreck jetzt? Oh, ist er aus Versehen gekickt worden? Aus Versehen, natürlich. Ja, weil Fly-Off ist einfach auf dem Server ist standardmäßig Fly-Off und du bist gerade geflogen. Halt sein! Wow, und wenn ich mit dem Jetpack fliege, werde ich gekickt. Nein, vom Jetpack nicht, aber wenn du über das, da drüber fliegst. Ich habe das jetzt ungefähr 5 Minuten lang gemacht und es ist nichts passiert. Ja, mit dem Jetpack fliegen nicht. Passiert auch nichts. Nein, das mit den Portalen, da habe ich auch schon öfters gemacht. Wieso funktioniert bei mir Elevator Blocks nimmer? Ich weiß es nicht. Wie testen wir denn jetzt einfach mal schnell, dass hier, wie viel Energie hier auch ankommt? Also das MFE ist in kürzester Zeit wieder voll. Und die Badboxen auch. Also ist es nicht mal so schlecht, aber ich teste das jetzt einfach mal. Reaktor ist kaputt. Ich flieg einfach mal nach oben. Ich kann gerne mal reparieren. Und lass mich mal abstürzen. Guten Tag, Spinnen. Lass mich immer was wieder ist abstürzen. Ein Redstone-Port? Was macht der? Oh. Toggle-Reaktor on-off. Ach, das ist doch Output Energy Amount in Prozent. 50 oder wie? Ja, Active stimmt, du kannst ja den, Active while above und hey, stopp, ich habe mal eine Frage. Ihr könnt doch an den Reaktor auch einen direkten RedNet-Port dran setzen, oder? Ja, und was bringt das denn dann? Ja, dann alles anschließen. Du kannst dann nur über RedNet-Kabel durch das transportieren. Ja, die Energy-Connects sind schneller, deswegen haben wir die da. Okay. Und halt nur FOMOS brauchen, konvertieren wir. Und im RedNet-Port kann man andere Sachen, also kannst alles einstellen über irgendwelche Farben, ob nicht kapiert, wie das geht. Ja, aber du kannst doch auch über das RedNet-Port den Reaktor steuern, oder? Über 50% ja, ist. Ja, kannst du. Tut aber nicht. Aktiv bei below 50%. Also ich hab einmal ein Video angeschaut, wo er auch über RedNet den Reaktor gesteuert hat und es war echt krass, wie der den Reaktor über das RedNet gesteuert hat. Da hat er 2 oder 3 Ports dran gemacht, also der ging dann wirklich, wenn die Energie zu schwach war am Reaktor, hat er dann wieder eingeschalten und alles. Ja, und also das braucht ein Signal, gell? Und es war schon, also es lädt schon hoch, das MFE. Brauchst ein Redstone-Signal da drauf. Aber halt nicht so stark, wie ich es mir gerade erhofft habe, aber naja.
Naja. Das, ich habe ja immer noch. Warum fliege ich denn immer hoch, ich Idiot? So. Was ich jetzt aber noch mache, ist nicht nur eine Badbox, sondern habe ich Power 15. Redstone. Ein MFE will ich da unten auf jeden Fall noch zwischenschalten, einfach für die Energie zum Speichern, wenn der Reaktor aus ist. Da brauche ich vier Stück. Das sind vier Stück. 4x4. 4x4 Diamanten. Wie viel winden das dann? Naja, schon ein paar. 16 Diamanten. Ach, da ist sogar noch was in den Zerkleinerer drin. Ach Philipp, du ja. hast gerade eingestellt, nur dass du Energie ausgibst, Für wenn du Elektrum. unter 50% bist. Vorher gibst du keine Energie aus, wenn du über 50% bist, hast du eingestellt. Ich, es soll Output. auch. Es soll Dein die Output einschalten. Energy Amount. Output Energy Amount in Prozent. Ja, der Output, den du gibst, wenn er unter 50% ist. Für mich klingt es eher, wenn er über 50% ist, dass er dann, Ja, wenn ich unter 50% Reaktorleistung bin, gibt er also keine Strom Energie mehr einschalten, aus. dann gibt dann, der Output, genau. nein, dann macht er dann Strom, also Signal an, dann müssen wir jetzt irgendwie schaffen, dass er Sich selbst da wieder einschaltet. einschaltet. Ah. Mal weg, Max, mal wieder da. Platz machen dahin. Klingt doch nicht mal so doof, was der Kerl hier vorhat. Ja, das, was da steht, ist irgendwie nicht das, was er will. Da steht nämlich Output von der Energie in Prozent. Da steht aktiv, weil below 50% haben wir jetzt eingestellt. Also gibt er nur, wenn er unter 50% ist, Energie aus. Ah, und zuvor nicht. Ah, ja, okay, du hast, ja. Das wäre die Logik, die ich jetzt da dahinter. Ja, doch, verstehe ich schon deine Wenn ich Logik. einen zweiten von den Dingern baue. So, denn, Wenn ich denn, den jetzt denn. einschalte. Faden verloren. Ach ja, Gold. Goldkabel brauche ich. Weil dann gehe ich nicht aus Next. Ich kann aus dem Basic Machine Case. Er schaltet sich jetzt wieder aus, Philipp. Hey Jungs, wenn ich aus dem Basic Machine Case nur ins Crafting Feld lege, bekomme ich 8 Eisen raus, aber ich brauche doch keine Er 8 soll sich Eisen, um einschalten. ein herzustellen, Basic Machine Case. Brauche ich doch weniger. Na doch, doch, 8 Eisen brauche ich. Okay, habe ich falsch gedacht, das ist ja nur, das sind ja keine Itemhüllen. So, Diamantstaub. So. Hier. Zack. Ich muss langsam vielleicht doch einmal die Richtung Quarries mal aufstellen. So. Ich muss doch langsam mal Queries aufstellen, glaube ich. Achso, ich brauche ja den Schraubenschlüssel wieder. Den Schraubenschlüssel. So. Zack. Max, nicht ausschalten. Was Warum macht er das? Falsches Kabel. Warum geht der Scheiß? Jetzt hier Bitte das Output. MFE Philipp, und ich glaube, der Redstone-Port gibt einfach nur ein Redstone-Signal an das Redstone, wenn der Reaktor an oder aus ist. ja, aber dahinter habe ich jetzt ein Board, wieso lädst du dich jetzt nicht als mehr auf? Input enable disable. Ist der Reaktor schon wieder leer? Nö. Ah, set from signal. Da brauchen wir dann Output while below 50%. Ich verstehe es nicht So. ganz. Oh ja, jetzt geht's. Laden sich zwar die Jetzt Badboxen hat er auf, aber sich das MFE nicht. einschalten. Jetzt warten wir, bis er über 50% ist und dann werden wir es sehen, oder? Wird nicht lang dauern. Oh, der wird lang dauern, oder? Na, wohl, die Ja, Linie war dauert schon lang. alles. Das Ding ist schon voll. Also gleich voll. Ja, aber Warum die hat sich die Queries rennen auch Badbox da noch. hinten aufgeladen, aber die hier nicht? Geht schon voll. Ja, geht Kommt da voll. nicht mehr genug Strom durch? Durch die Oh. Kabel. Okay.
Okay. Alter, wie der Vollgasgeber, zu ganz langsam und auf einmal Der so. ist zu 0,1%, 0,2% und jetzt so 20, 20, 23, 24, 25, 26. Energy Wenn einfach dieses Cell. andere Ding voll war. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Jetzt Und wäre ein so geil. HS-Kabel. 50% sollte sie jetzt wieder ausschalten. Ja, mega. Ich würde es feiern. Eine Nuke-Bomb, wenn das nicht macht. Und er ist aus. Oh! Jetzt warten wir, bis er wieder drunter ist. Lass den Jetpack auf, Max. Das verbraucht viel Strom. Es ist erst auf 97%, da gibt es nicht wirklich was. Oh, er schaltet sich wieder an! Er Ja! schaltet sich wieder aus! Es funktioniert, Max! Sollten wir das Ja? nicht höher setzen auf 90% oder so? Das ist eigentlich eh wurscht, aber. Jetzt auch.